So, herzlich willkommen zum neuen Video von Womo Adventure. Ja, es ist draußen wahnsinnig heiß, 32 Grad, bei mir drin zum Glück nur 24 Grad. Und in diesem Video fahren wir wieder mal durchs Camp. Und zwar zuerst mit dem Bike im Schnelldurchgang. Ihr werdet alle eure Autos vermutlich entdecken. Jeder, der hier war, wird seine Kiste, sein Camper, sein Expeditionswohnmobil oder was er auch immer dabei hatte, entdecken. Und dann am Schluss da gar noch mit der Drohne, mit Erlaubnis von der Verwaltung, bin ich morgens früh um 6 Uhr durch das Camp geflogen, wo als die Leute noch geschlafen haben. Auch da werdet ihr sicher euer Fahrzeug entdecken. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, es gefällt euch. Okay, dann lassen wir gleich los. So, es ist Donnerstag, morgen früh, neue Zeit und es ist schon ziemlich voll. Es ist der Wahnsinn. Ich meine, das ist jetzt nur ein Platz, ich glaube Camp 2 oder 3. Und wenn man das von oben ansieht, da geht echt was ab. Und alles ist voll. He. Aber es hat schon noch vereinzelte Plätze zwischendurch. So, ich bin eigentlich nur mit meinen Wölfen am Morgen schnell eine Tour machen. Vorbei am Camp, ich zeige euch das dann später. Fahren wir da mal nochmal durch, wie sich das gefühlt hat in so kurzer Zeit. Gestern Nachmittag habe ich ja aufgenommen, jetzt ist bereits Donnerstagmorgen und schon ziemlich voll. So, fast Drohnenaufnahmen, aber nicht ganz. Das ist mein Stick. Jetzt fliegen wir mal durch das Camp. Nicht. Das brauchen wir. Buttermesser. Buttermesser, Elektrokettensäge, Wetterklebeband für draußen. Er macht Safety. Ja, aber ist mal dabei. Was? So, immer gut, wenn die Feuerwehr vor Ort ist. Hä? Vermutlich haben sie aber kein Wasser dabei. So, jetzt ist es Samstagabend und wir machen nochmal. Fahren durchs Camp 1, um euch zeigen, wie viele Leute das jetzt gekommen sind. Es ist eigentlich pumpenvoll hier. Camp 1 schon lange. Für kleinere hat es natürlich immer wieder Platz. Also es ist Wahnsinn, wie viele Leute das hier sind. Oder wie viele Offroad-Fahrzeuge, es ist der Hammer und hier kann man wirklich alles entdecken, was es gibt. Jeder ist hier, der was Rang und Namen hat oder eben auch nicht. Ja, es ist schön, mal so viele Leute mit den gleichen Interessen zu treffen. Also, wir sind hier immer noch auf Camp 1, das ist aber jetzt ein bisschen oberhalb. Das gehört auch noch zu Camp 1, wie ich mir sagen lassen habe. Und auch pumpenvoll und vor allem die Staubpiste, also die Fahrzeuge, die sind zum Teil braun, also ihr seht selber, es läuft was hier, es ist echt das Mekka der Offroader, es ist gewaltig, wie viele Leute das hier sind. Gut, weiter geht's. Immer noch Camp 1. Das zieht sich jetzt da nach hinten. Also es hat auch ein paar normale Wohnmobile. Also gewaltig, gewaltig, was da alles steht.
Also das ist hier Camp 3. Und zwar der obere Teil ist auch wieder unterteilt. Ein Stück unten, ein Stück oben. Und da, wo ich gesagt habe, Camp 2, das ist eigentlich immer noch... Das ist immer noch... das ist eigentlich Camp 2 gewesen, nicht 1. Habe ich jetzt gerade erfahren, die haben mir was Falsches erzählt. Also, das hier ist Camp 3. Jetzt habe ich die Kamera in der Hand, weil es ist, ja, da kann ich auch ein bisschen schwenken. Also ihr seht, es läuft echt was, es ist gewaltig, wie viele Leute das hier sind. So, weiter Camp 3, der untere Teil. Jetzt gibt es ein bisschen Gegenlicht. Hä? Ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Uah. Gucken, dass es mich nicht auf die Fresse haut. Im Weg stehen sie, kein Platz mehr sonst. Und es geht weiter. Der eine oder andere entdeckt vielleicht dann mal sein Fahrzeug. Das ist auf jeden Fall mega voll. Also es ist richtig voll hier. Hier sind die Schattenplätze. Gut, weiter. Wie sind Sie denn wirklich da drauf? Also, ihr könnt ja mal die Fahrzeuge zählen, wie viele das sind, aber ja, was kann man da schätzen? Es ist sicher über 1000. Und von den Personen vermutlich 10.000 oder so. Also, wobei, müsste ja dann etwa die Hälfte sein. Ja, am Schätzen bin ich nicht gut. Schätzt selber. Und weiter im Text, es geht da noch um die Ecke, ein paar schöne Offroader. Eins ist schöner wie das andere, hä? Wunderschön. Also der Platz ist auf jeden Fall voller als voll, aber es gibt immer wieder mal ein Plätzchen, das man findet, weil manche bleiben auch nur einen Tag und dann sind sie wieder weg. Also weiter, immer noch Camp 3. Das Ganze liegt hier auf einem Hügel. Also auch hier voll. Voll, voller am vollsten. Da ist sich gerade einer am Bewegen. Den nehmen wir gleich drauf da. Ich glaube, der muss raus. Unser Schweizer Radler. Ja, genau. Hi. Ja, er parkiert, glaube ich, ein. He? Also, zur Abwechslung mal ein fahrendes Fahrzeug. Stehende habt ihr genügend gesehen. Es ist einfach, wenn das Teil so groß ist. Das ist der Nachteil der Größe. Der hat zwar alles dabei, aber er kommt kaum raus. Aber irgendwann dann schon. Ja, der muss rückwärts. Also.
wir fahren weiter. Er ist immer noch am Rauskurven, dauert halt ein Weilchen. Aber ja, jetzt reicht. Okay, ich glaube, das war's von Camp 3. Wir fahren jetzt wieder raus. Eingang von Camp 3. Und da ist die Hauptstraße. Und jetzt fahren wir noch zum Camp 4, zum letzten Camp auf diesem Areal. So, wir sind jetzt in Camp 4, das ist auf der anderen Seite der Straße. Das ist so die letzte Möglichkeit, um noch einen Platz zu finden. Aber auch hier alles voll. Aber die Stimmung ist toll, es ist fantastisch. Heute Abend gibt es noch ein Konzert. Vielleicht spiele ich auch noch Gitarre, mal schauen. Aber dann kann ich nicht gleichzeitig filmen. Pech für euch. Also immer noch Camp 4. Kommen immer wieder Leute, die Plätze suchen. Manche nehmen halt ein bisschen mehr Platz wie andere in Anspruch. Ich brauche nicht viel Platz. Ich habe auch gern Gemeinschaft, solange sie nicht motzt. Aber die meisten sind hier, ich denke, bis jetzt hatte ich keine Probleme mit niemandem. Zurückfahren zu Camp 1. Und hier fängt das Dorf an. Also Camp 1 wieder. Ja, das ist halt groß und das ist ein bisschen verschachtelt. Zieht sich auch in die Länge. Sogar ein Döschwo, nennt man die, glaube ich, ist hier. Coole Karre. Also immer noch Camp 1, da sind ein paar schöne Vehikel. Der ist speziell. So, da haben wir mal einen Alkofen. Der ist länger als das Fahrzeug. Auch möglich, ja. Jetzt wieder auf dem Rückweg. Das war's jetzt mal. Die wieder eine nächste Schnellübersicht. Und es gibt sicher noch viel, viel mehr Expeditionswohnmobile hier in Deutschland allein. Das wird vermutlich ja, weit übertreffen, was da noch alles rum ist an Zahlenmäßigkeit. Und ihr seht, der Staub hier ist eklig für die, die genau an der Piste stehen. Das ist sicher nicht lustig. Ich habe den perfekten Platz, weil bei mir kommt kein Staub an.
So, also das war es wieder von WOM Adventure. Schön wart ihr dabei und es kommt natürlich sicher noch ein Video, und zwar oben von der Messe zumindest. Das bin ich aber noch am Bearbeiten. Und ja, es war wirklich lässig hier. Es geht zwar morgen noch weiter, es ist also nicht vorbei, obwohl ein paar sind bereits schon abgereist. Also dann, wir sehen uns bald wieder und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, toll. Bis später.